Konnichiwa YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu Halo Spartan Assault mit euer Giga Tobi. Yo, Flucht aus Faraday sind wir jetzt bei D4. Strategisch wichtige Position an der Epsilon-Expanse wurde schwer gekämpft und an jedem der Brückenköpfe wurden eine Nachhut stationiert. Um den Elephant-Konvoi, der die Evakuierten in Richtung Süden bringen sollte, Deckung zu geben. Spartan Palmer wusste, dass es schwierig werden würde, langsame Transportfahrzeuge schnell durch ein kollabierendes Kriegsgebiet zu schleusen. Man hatte sich zwar zuvor über die Epsilon-Expanse-Zugang zum Red Slate Plateau verschafft, doch etliche Allianztruppen versuchten ebenfalls zu ihren Schiffen in Süden zu gelangen. Diese Truppen richteten ihre Aufmerksamkeit schon bald auf die fliehenden Elephants. Jo. Geht's auch allmählich los? Ich muss mal kurz auch mal hier den da Headset, weil sonst komme ich da nicht gar nicht klar wegen dem Spielsound. Wisst ihr Bescheid, Leute? Yo. Ja, nachher mache ich noch meinen Livestream. Ja, keine Ahnung. Falls ihr den gesehen habt, war es ganz cool, weil hat mich natürlich gefreut. ansonsten, wenn ihr dabei gewesen wäret. Wow, wir sind jetzt schon hier. Und ich muss mal wieder ein bisschen so den Spielsound leiser machen. Das ist ja meistens immer so. Moment. Weil es extrem laut ist am Headset. Weil ich habe noch nicht mein Gaming-Headset, wo ich dann das, wo ich das so einstellen kann. Weil der Turtle Beach kommt ja erst nächsten Monat. Und ja. Wird auf jeden Fall was. So, ihr blöden Säcke, mach ich platt. Blöden Elites. So, dann nehme ich hier noch unsere Waffe. Wow. Ey. Stirb. Sehr schön. Oh. Ist jemand gestorben? Oh, fuck. Geht ihr ab? Schnell hoch. Boah, kommen so viele. Da haben wir den, ja. Das sind welche Viecher, ey. Sag ich euch. Die Elephants. Fand ich auch bei Halo Wars richtig Hammer. Wow. Da kommen aber eine Menge Leute, ne? Es geht richtig ab eigentlich. Boah. Da. Kriegen wir hier noch irgendwie Muni? Boah, da sind aber ganz schön viele. Besonders diese Bombenleute jetzt hier. Oh, neue Muni. Sehr schön. Granate auch nochmal. Wir müssen das schaffen, Leute. Los. Palmer ist wirklich ein sehr mutiger Spartan. Der einfach das mal Kopf durch die Wand macht, so in Art. Wow. Mann, da kommen auch eine Menge Allianztruppen, kann man sagen, Leute. Richtig viele. Oh, hier. Neue Munition. Position erreicht. Sehr schön. Frontalangriffe. Oha. Nein, ich will nicht sterben, nein. Ah, fuck. Mann, ich hätte es fast geschafft. Die Mission wäre doch eigentlich erfolgreich gewesen, ne? Normalerweise. Und dann gehe ich noch davor noch tot, ey. Miese Sache. Ziemlich gefailed, ey.
Dieser Beschuss! Am Ende ging das richtig ab. Hurenkinder. So. Nimm das. Oh, 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 oh. Aber diesmal werde ich schon konzentrierter vorgehen. Ah, jetzt kommen noch viel mehr Punkte jetzt. Killionär. Da kommen ja diese blöden Flatterviecher. Wann wohl irgendwann Halo 5 mal rauskommt, das weiß man noch nicht. Aber soll ja nicht so lange mehr dauern eigentlich. Dieses Jahr auf jeden Fall, denke ich mal, wird Halo 5 kommen, oder? Ey, ey, ey. Weg mit euch. Viel mehr Punkte jetzt, finde ich. Jawohl. Ja. Weg mit euch. Boah. Oi, 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 oi. Wie das hier abgeht, ne? Okay, jetzt müssen wir vorne die Sache klären. Heilige Situation, aber gekonnt. Ja, super. Mal geschafft jetzt. Juhu. Yeah. Nice Job. Nachdem sie den Elephant-Konvoi sicher über das Plateau geführt hatte, ließ Spartan Palmer eine Reihe von improvisierten Verteidigungsanlagen einrichten, damit die Flüchtlinge an Bord der Raumschiffe gelangen konnten. Mit einer Mischung aus Wut und Verzweiflung kämpften die Allianztruppen um die einzige Möglichkeit, von diesem Planeten zu entkommen. Palmer gelang es, die Allianz-Infanterie zurückzuschlagen und 23 Raumschiffen zu Start zu verhelfen. Hunderte Menschenleben, die sonst verloren gewesen wären, konnten so gerettet werden. Warum habe ich eigentlich die Taste da groß, gerade bei der Tastatur? Okay, starten wir. D5. Beschützen Sie die Kolonisten während der Evakuierung. Okay, checking out. Ja. Bei Evakuieren helfen hier. Da wollten die das schon mal versuchen. Lass die Leute in Ruhe. Verdammte Allianz-Truppen. Yeah! Einfach mit dem Geschütz draufbratzen. Das bringt schon was auf jeden Fall. Die können uns nichts gegensetzen. Apokalypse, oh ja. Kill you noch näher. Ah, schon wieder am Erhitzen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl.
Geht ja richtig ab, oder? Oh Mann. So viele Allianztruppen. Boah, das war knapp. Jawohl. Wie erwischen die mich da? Nix da. Zum zweiten Spirit folgen, okay. Hä? Oi. Unten ist die nächste Spirit. Oh Mann. Lass mich mal in Ruhe, ihr blöden Nadelwerfer. Aua. Gar nicht lustig. Ja. Oh, Nadelwerfer. Okay. Nimm Jazz. Ihr verdammten Allianztruppen. Okay. Hier sieht das ein bisschen schwieriger aus. Ja, wunderbar. Hallo? Zack! Und die nächsten. Ihr kriegt die nicht. 18 sind gestorben, oder was? Lol. Ah, hier ist ein Hammer-Typi. Erledigt. Oh, das ist gar nicht zu versuchen. Ihr lauft in euren eigenen Tod. Wahnsinn! Geschafft, wunderbar. Joa. Gucken, ob wir das. Ja, okay. 325.000 hätte man jetzt noch gebraucht. Eieiei. Spartan Davis opferte sich selbst, um zahllose Leben auf Drapius 5 zu retten. Obwohl der Widerstand der Allianz gebrochen war, wollte die UNSC-Führung noch ihren Anführer, Merc Voll, eliminieren. Spartan Palmer kehrte zum Mond zurück, um die Mission zu Ende zu bringen. Yo. Um die Mission zu Ende zu bringen, ist dann bei Operation Frostbite. Und ja, wir sehen uns einfach sonst im nächsten Mal, Leute. Und auf jeden Fall hat mich das gefreut, dass ihr wieder hier zugeschaut habt und ja, ich hoffe, hat euch dieses Projekt gefallen. Ihr könnt sonst auch noch die anderen Parts reinziehen, wenn ihr wollt. Das war's jetzt mal soweit von Halo Spartan Assault mit euren Gigatobi. Danke fürs Zuschauen und haut rein.